Freunde, am letzten Tag der Gamescom, Sonntag haben wir. Und wir sind zerstört ohne Ende. Volle Kanne. Der gestrige Abend war echt krass. 2 Uhr nachts waren wir dann daheim. Oh mein Gott, hey. Drei sind wir dann irgendwann ins Bett, zumindest ja. Ich weiß ja, wie lange du noch machst. Ich habe nur ein bisschen länger gebraucht, ich habe das Video noch fertig gekriegt, habe es ja hochladen können. Bei mir ging es ja nicht. Naja, was soll's. Wir sind jetzt hier der letzte Tag. Schauen wir mal, wie es wird. Viel machen wir nicht, wir sind echt zerstört, Füße sind kaputt. Die wollen gar nicht mehr laufen eigentlich, aber die laufen schon automatisch. Hast du Schuhe an? Ja, ich okay. Habe Schuhe an. Sie passt nicht meine Schuhe rein. Ja, weil meine Füße so angeschwollen waren, meine, die waren dicker als die Flipflops und ich bin auch nicht in die Ballerinas reingekommen. Naja, wir sind jetzt auch eine Stunde später reingegangen, also eigentlich ist neuer Einlass, wir sind erst um 10 hier angekommen. Naja, was soll's, wir wollten einfach länger schlafen. Machen wir uns heute noch einen gemütlichen 1-2 Spiele höchstens und dann klappern wir mal so ein paar Indie-Games ab und so. So ganz gemütlich schauen, was so passiert. Und auch heute Abend, ob wir noch jemanden treffen. Gucken wir mal. Das um 18 Uhr ist ja heute fertig, heute schon früher Schluss. Vielleicht treffen wir den einen oder anderen YouTuber noch. Mal gucken. Naja, hier schon wieder Poppe voll. Wenn ich kurz Popo voll. Strömen sie schon wieder alle. Naja, ich würde mal sagen, wir sehen uns später und tschüss. Thank you.
herausgefordert sein. Ich feier das. Mach mal eine Lücke in der Mitte, bitte hier. Größer, größer, fetter. Und am besten wollen wir so einen Chewbacca in der Mitte, auf den alle drauf können. Wir haben keinen Chewbacca. Eigentlich wäre ja auch der Zombie-Superheld wäre ja auch geil, wenn er da runtergeht. Ja, ja, ja. Ich würde den Zombie gerne runterschicken. Mach mal Zombie. So, Goku, was los? Du weißt nicht mal. Aber gleich müsst ihr gucken, ob wir ein paar geile Anime-Schuppen sehen oder so. Sonntag ist jetzt nun auch um. Ich habe dieses Mal nicht viel gefilmt, da wir einmal ein Spiel drin waren, Unravel. War aber ein cooles Spiel, sehr interessant, sehr geschicklichkeitsreich und muss echt nachdenken, aber hat mir echt gefallen. Und sonst sind wir nur rumgelaufen, haben rumgeguckt, dass wir ein bisschen Sachen bekommen und so. War eigentlich ziemlich cool, dass echt die ganzen Aussteller und so Sachen geben und so und das dass man weiter verlosen kann, das ist echt cool. Da machen wir dann Giveaways draus. Wir haben echt viel gekriegt, fast keinen Stand hat Nein gesagt. Es gab einen Stand, der Nein gesagt hat. Mal gucken. Naja, da hinten haben wir irgendwo geparkt. Niki holt gerade das Auto, weil wir haben hier, wenn ich euch mal kurz zeigen kann, zwei dicke Fetttüten voll mit Zeug. Von T-Shirts bis Keys bis sonst irgendwas. So jede Menge Zeugs, dass wir was verlosen können. Also habe ich echt gewundert, dass wir überhaupt so viel gekriegt haben. Da kam ein anderer Aussteller, der hat gleich hier zack 10 T-Shirts oder so mitgegeben. Ich weiß gar nicht, wie viel es waren. Das war auf jeden Fall ein ganzer Batzen. Boah, ja, da haben wir echt nicht schlecht geguckt. Naja, jetzt ist 5:30. Wir gehen jetzt nach Hause und schauen, was wir machen. Schneiden, ausruhen. Füße sind am Arsch, komplett am Arsch. Die Woche war anstrengend, also die 5 Tage. Ja, das heißt, die nächsten Tage Füße hochlegen,
aus. Morgen sind wir auch noch in Köln den ganzen Tag. Wir fahren erst übermorgen nach Hause. Und dann schauen wir mal, wenn wir die Giveaways raushauen, was für ein Gewinnspiel wir machen. Schauen wir mal, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was wir machen können. Und wenn es dann irgendwie gemeinsam regeln. Ja, am Ende haben wir doch noch den Arc-Stand gesehen, wo Arc versteckt war. War in der Xbox-Halle, da sind wir halt wirklich selten durchgelaufen, weil Xbox ja weniger interessieren. Durchgelaufen, da war mit Arc, mit The Walking Dead, alles war da drin. War eigentlich ziemlich cool. Der Entwickler von Survival of the Fittest war auch da drin, von dem Mod. Also war eigentlich ziemlich cool. Naja, war leider zu spät, aber wir haben es doch noch gesehen, wo es ist. Naja, so passiert das. Das Wetter ist auch ziemlich bewölkt noch. Naja, was soll's. Ich mache jetzt hier Schluss. Wir sehen uns wahrscheinlich nachher nochmal, denn die Dame kommt im Auto. Bis später. So, willkommen zurück, meine lieben Freunde. Spät nachts. Ich habe ja noch nicht das Video beendet. Ja, wie gesagt, wir haben ja jetzt schon Gamescom vorbei. Letzter Tag ist jetzt auch rum. Wir haben jetzt halb zwölf. Ja, ich bin gerade am Vlog schneiden. Wie ihr seht, da ist mir dann aufgefallen, dass ja, das Ende ja noch fehlt. Deswegen mache ich das jetzt noch. Wir sind heimgekommen, waren fix und alle haben erstmal eine Runde geschlafen. So ja. Fertig wie wir waren. Erstmal 2 Stunden schlafen. Ja, ich habe glaube 3 Stunden geschlafen. Sie kämpft weiter mit ihrem PC, weil der irgendwie nicht mehr will haben soll. Mit dem Vlog von gestern kämpfe ich noch immer. Der Vlog von gestern? Ich hab den mit von heute noch gar nicht begonnen, geschweige denn von den Last Man Standing. Ja, gar nichts geht, der will also irgendwie nicht mehr reinladen. Wenn ihr irgendwie supporten wollt, ich nehme das Geld gerne an, ihr könnt mir auch einen ganzen PC schicken oder Teil vom PC. Ich nehme es gerne an. Der PC mache ich nicht mehr, da macht mein Laptop schon mehr, obwohl er eigentlich nicht viel Leistung hat. Aber es reicht für das, was man tun möchte. Ich bin zufrieden, ich habe keine Probleme, kein Programm stürzt ab. Ich kann in Ruhe rendern, in hoher Qualität, alles super, passt alles soweit. Aber cool. Ja, wie gesagt, heute war ja... ich kriege hier schon böse Stinkefingers. Wie gesagt, heute war ja ein ruhiger Tag, ein Spiel war mehr drin. Und trotzdem anstrengend. Ja, und dann sind wir halt rumgelaufen, haben wirklich alles abgeklappert, was so ging. Haben auch viel Support gekriegt, immer hier die ganzen Visitenkarten, die ich hier habe, haben wir Six Food, Inquisitor, Crytek, haben wir Gigantic, Rare. Also um die 250 Items durften wir bekommen haben. Warface, Blizzard, also haben wir echt jede Menge, wenn ich jetzt mal hin, da ganz viele Karten. Und manche haben uns ja keine Karten gegeben, die haben dann unsere Karte genommen. Die melden sich dann so. Also wir haben echt viel Zeug gekriegt. Ich habe euch die Tüten ja kurz mal gezeigt auf dem Parkdeck oben, was da an Zeug drin ist. Also es ist echt krass, was wir da so gekriegt haben. Echt danke, vielen Dank für euch, dass ihr uns das gegeben habt, falls ihr das Video seht. Giveaways und so Gewinnspiel kommt dann. Mal gucken, wie und was wir machen. Wird aber irgendwo gegen nächste Woche sein. Schauen wir mal, wie wir das verlosen werden. Wird sicher cool sein. Ist jede Menge Zeugs dabei, für jeden was dabei, Keys, Better Keys, bis zu T-Shirts, bis weiß ich was da alles drin war, da war ja wirklich alles mögliche drin. Also von daher schauen wir mal, ja, wir haben jetzt noch einen kurzen Abend, wir chillen noch, schneiden fertig, sie kämpft weiter mit ihrem PC und dann, keine Ahnung, morgen sind wir ja noch einen Tag hier in Köln und dann war es das auch schon wieder, übermorgen fahren wir ja. Ja, was soll man noch groß sagen? Gamescom 2015 war eigentlich schon cool. Echt viel erlebt, viel mehr erlebt wie letztes Jahr. Also haben wir echt viel erreicht. War schön, haben auch viele Leute kennengelernt und auch die Last Man Standing Event war auch ziemlich nice. Also alles mal zu erleben ist echt cool. Nächstes Jahr geht es dann wieder. Ist ja dann am 18., 17. bis 21. rum ist wieder die Gamescom. Genau, 17. bis 21. Da werden wir wahrscheinlich auch wieder dabei sein. Denke ich mal, da wird nichts im Wege stehen. Wird sicher nice. Und auch die ganzen YouTuber, die wir getroffen haben und alles, dass die alle wirklich so nett sind und auch wirklich mitgemacht haben, wie bei meinem Warum zockst du Projekt, dass sie da wirklich alle teilgenommen haben. Auch voll cool.
Also da kommt ja auch noch Video, es gibt ja einmal das Video, warum zockst du mit den YouTubern, einmal Last Man Standing kommt auch noch separat und dann das Gewinnspiel, Giveaway Video kommt auch noch separat, also kommt noch viel auf euch zu, jede Menge Zeugs, also von daher habt Geduld und da kommt noch was. Und ja, was soll man sagen, Abschluss von dem Video, Gamescom 2015 war echt geil, Spiele fast alle angezockt, was wir zocken wollten, es gab 2, 3, was gefehlt haben quasi, was ich noch gerne gemacht hätte, weil es Morpheus gewesen für die PlayStation 4, die Brille. Leider hat es nicht geklappt, Gewinnspiel hat nicht gereicht, man hat nur teilnehmen können, wenn man da das gewonnen hat oder halt ein Spezialgast ist oder sonst was. Leider nicht, Just Cause 3 hat gefehlt und sonst, und vorne war es noch. Sonst haben wir eigentlich alles wirklich durch, war cool. Und die Reviews zu dem Spiel kommen ja auch noch. Wollte ich auch noch machen. Also haben auch noch Input. Ganz viel Input. Ja. Gewinnspiel dann, nächste Woche. Jo, Gewinnspiel nächste Woche. Das habe ich ja schon erwähnt. Und jo. Dann sonst noch zu Gamescom. Was mich so überrascht hat, dass wirklich Sony, dass fast überall, wo das Spiel präsentiert worden ist, fast nur PlayStation 4 gezeigt worden ist, also alles wirklich über so PlayStation 4 gezockt werden konnte. Es gab wenig auf der Xbox und wenig auf dem PC. Das hat mich wirklich überrascht, weil letztes Jahr war es ja so, fast jedes Spiel war auf der Xbox und dieses Jahr war fast alles auf der PlayStation 4. Außer das, was auf der Xbox Halle war. Aber selbst EA-Spiele waren alle auf der PlayStation 4. Drüben Sony, ESE, also fast alles. Das hat mich voll überrascht. Aber cool, man war auf den Controller eingestellt. Naja, gut. Letzte Worte zur Gamescom, was hältst du davon? Nix. Was? Deine Worte zu Gamescom. Oh, sorry. Ja, einfach geil. Ich muss sagen, es war dieses Jahr extrem anstrengend. Ich habe dieses Jahr extra schon flache Schuhe angezogen und die Flipflops sind komplett, das sind neue Flipflops, sind komplett durchgelaufen. Die sind richtig matschig. Ich weiß nicht, ob man das da sieht. Also die haben wirklich kaum Profil mehr und sind wirklich völlig im Arsch, die schmeiße ich dann, sobald wir daheim ankommen sind, schmeiße ich die weg. Es war aber, es ist ja irgendwie nicht so die Hammerspiele, worauf man sich irgendwie freuen kann. So das Richtige, gut, letztes Jahr war es jetzt für mich das Dragon Age, was mich wirklich antrieben hat, aber es waren lauter so mega große Spiele da. Dieses Jahr, das Einzige, wo ich jetzt wirklich sagen kann, wo viel immer los war, war das Battlefront von Star Wars. Das war das Einzige, was wirklich hochgelobt worden ist. Das war das Spiel auf der Gamescom, also das größte Spiel überhaupt. Dann FIFA, wie alle Jahre wieder. Need for Speed war noch groß mit dabei. Mirror's Edge kam zwar ein neues, war aber irgendwie ist es unter anderen Spielen verloren gegangen. Und ansonsten... The Division. Das war noch groß. Das war noch groß. Und das ist auch eins der Spiele, der dann jedes Jahr wieder ein neues Modifi rauskommt. Sondern halt einfach mal ein neues Spiel eben. Und sonst dann Black Ops mal wieder ein neues. Also es ist halt irgendwie... Ja, es fehlt so ein bisschen der Kick, wo man sagt, wow, geil, endlich! Aber ansonsten war es ein geiles Event. Auch ganz besonders LMS. War geil. Jo, und dann heißt es nächstes Jahr wieder. Freuen wir uns auf jeden Fall wieder drauf. Gucken, was wir da dann erreichen können und wen wir alles sehen und was weiß ich, alles Mögliche. Wir chillen jetzt wirklich nur noch echt fertig, es reicht. Wir sollten eigentlich auch aufräumen, aber wir haben so keine Lust auf irgendwas groß. Naja, gut, Gamescom 2015 ist vorbei. Ein Jahr dauert es wieder, bis wieder an den Start geht. Jo, dann würde ich sagen, die 1000 Millionen Kilometer, die wir gelaufen sind, müssen jetzt unsere Füße mal ausruhen. Und dann würde ich sagen, das war's mit der Gamescom 2015, mit den ganzen Videos. Ja, dann geht's weiter mit den ganzen normalen Projekten wieder, mit den ganzen Let's Plays, normale Vlogs wieder. Ich hoffe, die Videos haben euch gefallen, live von der Gamescom, was wir alles gesehen haben. Wir haben ja euch ja überall mitgenommen, wirklich. Ja, und lasst einen Daumen und einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat und verpasst nicht die anderen Videos noch, die noch kommen, die Giveaways, warum zockst du Projekte mit den großen YouTubern, die Reviews zu den Spielen und alles andere noch, was sonst noch kommt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis demnächst. Ciao.